Hallo Andreas, schön, dass du heute da bist und dir Zeit für Fragen aus unserer Community nimmst. Und die werde ich dir jetzt einfach ganz spontan nennen und dann kommen wir ein bisschen in ein kleines Gespräch und ich bin sehr gespannt. Ich auch. Also die erste Frage ist, welche Person hat dich in deiner Karriere am meisten beeinflusst? Also das kann ich mit einer einzigen Antwort nicht, nee, kann ich nicht sagen. Da gibt es, das ist ja eine Frage des jeweiligen Lebenszeitpunktes. Also ich sag mal so, in meiner Schulzeit war es mein Mathelehrer, weil der eben Sachen machte, in einer Art und Weise erklärte, die waren sensationell. Später in meinem Studium war es mein BWL-Prof. Dann in meinem ersten Unternehmerleben war es mein Ausbilder, mein Lehrer Pater Ziegler. Dann jetzt in meiner Akademiezeit gibt es so einige Kollegen, amerikanische, internationale Kollegen, auch deutsche Kollegen, die ich spannend finde, wo ich sage, ja, sich auszurichten daran wäre klasse. Eine Idee zu haben, das zu können, was die können, auf meinem Gebiet wäre großartig. Von daher beruflich gesehen eine Frage der jeweiligen Situation. Privat sind es die Freunde, die sich über 30 Jahre gehalten haben, die mich tragen. Und meine Familie ist natürlich das Herzstück des Ganzen. Meine Frau, meine Kinder, die sind schon die Base rundum. Also und auch die Zentrale rundum. Das ist so der Hafen. Und das ist das, was mir Sicherheit und Orientierung gibt. Also, wenn du mich das so fragst, welche Person, sage ich keine Ahnung. Das ist eine Frage jeweils der Situation, in der ich mich befinde. Und ich würde es dann unterscheiden zwischen beruflich und privat und persönlich. Auch wieder was ich so lese, Autobiografien von erfolgreichen Persönlichkeiten, das zieht mich ja nahezu an. Wenn ich mich mit Elon Musk zum Beispiel beschäftigen darf, den habe ich das erste Mal vor 6, 7 Jahren schon, habe ich mich damit befasst, weil mich interessiert, wie die denken, was die machen, wie die auch Entscheidungen treffen. Das triggert mich. Also es muss nicht immer eine Person sein, die ich jetzt physisch erlebe. Es kann auch jemand sein, der entweder schon verstorben ist oder über den ich etwas lese oder von dem ich etwas mir anhöre oder vielleicht auch mal ein YouTube dazu schaue. Vielen Dank. Warum hast du dein Unternehmen gegründet? Die Buhr- und Thiemann-Akademie für mehr Unternehmenserfolg 2006. Mit etwas Vorlauf, muss man ehrlicherweise sagen. Ich war so in so einem Interregnum. Ich habe das erste Unternehmen verkauft, die Ablöseerscheinung, also mich abzulösen davon, um dann verkaufen zu können. Das hat so 2, 3 Jahre gedauert, bis ich das wirklich dann auch entscheiden konnte. Waren 2003, 2004, 2005. Der Verkauf 2006 habe ich dann neu angefangen. Und es war so in diesem Interregnum, also in dieser Zwischenzeit für mich die Antwort auf die Frage zu finden, Andreas, was kannst du gut? Andreas, was machst du gerne? Wo ist deine Leidenschaft? Wo hast du Leichtigkeit? Hast du Spaß, Freude? Heute würde man Purpose sagen dazu. Und ich habe dann rausgefunden im Rahmen meiner Trainerausbildung, dass ich schon immer offensichtlich, das ist ja unbewusst eher gewesen, Spaß dabei gehabt habe, Menschen dabei zu unterstützen, weiterzukommen. Also ich habe als Schüler Nachhilfeunterricht gegeben. Ich war dann später an der Uni Tutor für Mathematik. Ich habe während meiner Bundeswehrzeit Offiziere ausgebildet. Ich bin in meinem ersten Unternehmen dafür zuständig gewesen, externe Trainer zu holen und Redner zu finden und eine Managementakademie mit aus der Taufe zu heben. Also irgendwas in Anführungsstrichen mit Coach und Trainer dachte ich, könnte was sein. Und also bin ich Trainer geworden. Das ist ja was, was heute jeder machen kann. Ist ja kein geschützter Titel. Ich wollte es fundiert machen und habe mir deswegen angeschaut, welche Trainerausbildungen gut sind, auch international. Und welche Redner gut sind, welche Experten gut sind, um von denen zu lernen. Und das war dann streng genommen nur eine Fortsetzung dessen, was ich offensichtlich schon immer als Bestandteil meines Schaffens gesehen habe. Nur war das nie so offenbar und offensichtlich. Es war immer da, aber nicht bewusst. Und das ist durch diesen Interregnumsprozess, verkauft zu haben, nicht zu wissen, was machst du dann, für mich klarer und deutlicher geworden. Und wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du es weißt, kannst du es tun. Also habe ich es getut. Ich habe es gemacht. Dankeschön.
Kommen wir zur nächsten Frage. Was möchtest du deinem 20-jährigen Ich gerne sagen? Oh, ja, das ist eine schöne Frage. Die habe ich schon mal beantwortet. Und deswegen, ich kann mich an die Antwort erinnern. Ich nehme die Antwort vom letzten Mal, weil sie so gut ist. Ich war, als ich 20 war oder Anfang 20 war, war ich einigermaßen verbohrt, verbissen, wollte alles, was ich mir vorgesetzt habe, vorgenommen hatte, unbedingt erreichen, allein erreichen, keinen Fragen. So nach dem Motto, wenn ich keinen frage, muss ich auch keinem Danke sagen, zeigen, dass man es kann und so. Vielleicht kennst du das auch. Das würde ich heute anders machen. Und mein Rat an mein 20-jähriges Ich ist, Andreas, lass dir helfen. Das lasse ich mal so stehen und gehe weiter zur nächsten Das Frage. ist klar. Und zwar, War dir zu schnell fertig, oder? na, das ist super. Okay. Welchen Podcast, in Klammern, außer deinem eigenen, kannst du empfehlen? Das ist ein bisschen eine Branchenfrage und was dich interessiert. Ich bin politisch interessiert und bin Pionier, also auf der Steingart-Seite unterwegs. Hör das wirklich gerne. Ich bin auf der Wirtschaftsseite mit Wirtschaftswoche, teilweise ADA, Handelsblatt, so da auf der Seite unterwegs. Das kannst du auch in deiner Podcast-App mal selber googeln. Damit komme ich gut zurecht. Und dann schaue ich mir schon mal in der Branche an, was so erzählt wird. Auch international habe ich ein paar Podcasts abonniert. Ich müsste mal in meiner Liste gucken. Ich habe das mir vorgenommen, alle 3 Monate zu aktualisieren. Gibt es eine Hotlist dafür? Vielleicht können wir dazu ins Gespräch kommen. Schreib mir einfach und dann gebe ich dir mal, was sich da laufend tut. Manche Dinge werden als gute Podcasts gestartet, aber gar nicht fortgesetzt. Manche sind sehr gut, aber es gibt, weiß ich, nur alle 4 Wochen, alle 6 Wochen eine neue Folge. Das wäre mir zu wenig. Also einmal die Woche ist schon cool. Und wirtschaftliche Themen, sportliche Themen, manchmal höre ich auch einfach nur Unsinn, um ein bisschen abzulachen, ne? Das habe ich schon auch manchmal, je nachdem, welche Uhrzeit, ne? Ja, vielen Dank. Das waren 4 Fragen für das heutige Video. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Und in dem Fall, dass jemand weitere Fragen hat, kann er gerne einen Kommentar jetzt unter dieses Video schreiben und wir werden diese Fragen ausführlich in der nächsten Folge behandeln. In dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Wir sehen uns, tschö.